In der Welt der Athleten gibt es geborene Feinde, aber die heftigste Rivalität herrschte zwischen zwei Boxern namens Razor und Kid. Es gab zwei Begegnungen, aber zum letzten Entscheidungskampf ist es nie gekommen. Ich ziehe mich mit dem heutigen Tag aus dem Profiboxsport zurück. Ich habe eine Firma in der Hand für eine offizielle Revanche. Die wollen jedem von uns 100 Riesen zahlen. Ich kann mit dem Typen nicht in einem Raum sein. Ist es nicht wert. Was heißt, ist es nicht wert? Sieh dir doch mal die Hütte hier an. 30 Jahre! Yeah! Uff, jetzt heißt es abnehmen. Vergiss es. Ich bin Dinosaurier. Du schaffst das letztes Mal. Ich bin dein Trainer, Mike. Du kannst nicht mehr Trainer sein. Du hast ihn bestenfalls aufgegessen. Zeit fürs Training. Was habe ich getan? Das ist doch verrückt. Ja, nenn mir einen Grund. Du bist fett. Du hast kaputte Knie. Du bist fett. Spar dir die Schmeichelei, sag mir die Wahrheit. Wenn einer von euch K.O. geht, drückt der andere dann die Notfalltaste vom Roten Kreuz. Du machst mich verrückt. Wie war eigentlich Jesus so privat? War cool? Mann, du wirst mal ganz schön aufmüpfig, wenn du in die Pubertät kommst. Komm schon, das ist unsere letzte Chance. Wir können das ein für alle Mal beenden. Alle lachen über uns, aber wir sind nicht tot. Ich fühle mich durch die Sache lebendiger als je zuvor. Egal, wie hart ihr zwei an euch arbeitet, die Bestform wird's nicht. Nur die Beste, die geht. Ganz schön mutig, so ohne BH. Ich hab auf deine Veranda gekackt. Wir sind live, Jungs. Wir sind live auf Sendung. Hey, was hast du vor? Wir kaufen uns hier was zum Abendessen. Du musst nicht auf alles eindreschen.